Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview. Dieses Mal zu Birth of a Nation. Ich habe den deutschen Subflame vergessen. Irgendwas Aufstand zur Freiheit. Genau, Aufstand zur Freiheit. Es geht um den 48 Stunden dauernden Aufstand der Sklaven. Wann war der? 1830? Ja. Wir beobachten jetzt die Kindheit und das Leben von Ned Turner, der auf der Turner Farm aufwächst und dort dann Sklave ist und sich, weil er lesen kann, als Prediger unter den Sklaven dann auch noch verdingt und sein Besitzer auch ihn als Prediger an andere Sklavenhalter vermietet, damit er dann die Bibelsklavengefälligen Verse dort vorliest, damit die Sklaven sagen, ja, dann muss ich mich ja daran halten, wenn Gott das so will. Und dabei sieht er dann viele, viele Sklaven auf anderen Farmen und vor allen Dingen sieht er, dass dort das Leben teilweise noch viel, viel schlechter ist als bei ihm. Und über die schlechte wirtschaftliche Situation, die dann viele Farmer auch irgendwie erreicht, ich weiß nicht genau, wie es kommt, aber wahrscheinlich, weil sie einfach schlecht gewirtschaftet haben, ist es halt dann so, dass auch seines Besitzer dem Alkohol ein Halm fällt und dann auch anfängt, seine Sklaven nicht mehr so gut zu behandeln. Und irgendwann kommt es halt zu diesem Sklavenaufstand, in dem sie durchaus einige Erfolge erzielen. Also sie bringen Weiße um dann doch natürlich niedergeschlagen zu werden. Und das Ganze ist dann noch circa 30 Jahre von dem Sezessionskrieg, wie es heißt, also dem amerikanischen Bürgerkrieg entfernt. Der Film ist sehr langsam erzählt. Am Anfang fragt man sich, kommt Leute, wo wollt ihr darauf hinaus? Um dann relativ zügig diese Revolution durchzuziehen. Er ist doch durchaus gut gemacht. Durchaus sehenswerter Film, auch wenn man natürlich sagen muss, wahrscheinlich ist er jetzt wieder mehr Special Interest der USA, weil es ist halt amerikanische Geschichte und nicht die europäische Geschichte. Es ist für uns nur bedingt von Relevanz. Der Film selbst hat natürlich auch noch seine Kontroversen, weil der Darsteller, Regisseur, Produzent Ned Parker war es, ne? Nicht Ned Turner, Ned Parker eine Sexaffäre in den späten 90ern hat und deswegen Oscar-Nominierung und alles raus sind und auch der Kinostart floppte, weil ja, nee, ein Film mit einem wichtigen Thema, aber da hat irgendeiner, der hat ja sehr viel gemacht, eine dubiose Geschichte in der Vergangenheit, wo er zwar freigesprochen, aber nicht unschuldig gesprochen wurde, und schon ist das nicht mehr gut. Da muss man halt dann auch mal sagen, ja, mal sehen, was draus wird. Auf jeden Fall, der Film ist durchaus sehenswert gemacht. Circa 2 Stunden dauert er. Damit besser als eine Variante aus den 50ern, die 3 Stunden dauert, aber wahrscheinlich ein ganz anderes Thema auch hat, aber einen gleichen Titel. Aber der Anfang zieht sich schon eine ganze Weile, dieses und er lebt so und dann dieses passiert und dieses passiert und dieses passiert. Es baut sich so langsam auf. Aber durchaus sehenswert und damit bis zum nächsten Mal.